Wir sind hier am Fluss, müssen auf das Boot und holy shit, schwimmen hier viele Leichen. Und jetzt müssen wir die Kiste verschieben. Lukas, gehst du? Lukas? Oh, hier ist es zu steil, er rollt weg. Kannst du mal machen? Und? Ist da ein Durchgang? Da ist ein Loch. Ich gehe rein. Vorsichtig. Oh, oh Gott. Oh, Alter. Ist in Ordnung? Alles gut. Da sind überall tote Leute. Raus da. Nein. Ist schon gut. Keine Sorge. Tut mir leid. Bitte nicht. Oh, tut mir leid. Ich muss. Bitte, verzeih. Es muss leider sein. Das ist so makaber, das Spiel. Das ist so hart makaber. So, versucht's jetzt mal. Du hast es geschafft. Ich bring die Fähre zu dir. Kann ich jetzt nicht gleich von hier aufsteigen, bitte? Bin unterwegs. Das war bestimmt schrecklich. Ja. Alles in Ordnung? Fertig? Endlich Luft. Lass dir Zeit. Sag mir Bescheid. Bitte. Tut mir leid, Amicia. Ich hab Angst. Ach nein, es ist nicht deine Schuld. Marseille wird dir gut tun, Hugo. Ich will nicht zum Orden gehen. Ich weiß. Magister Baudin war nicht nett. Aber diesmal wird es anders. Seine Insel, Mutter. Nicht jetzt, Amicia. Na gut. So, die Kette muss weg, auf welche Weise auch immer. Siehst du was? Ich suche schon. Jo. Hier leuchtet's überall. Den Loot nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack. Wie komme ich daran? Nicht durch. Warte mal hier. Leuchtet doch, Junge. Ich sehe das doch, aber ich komme nicht ran von hier. Stück höher, Amicia. Das hängt da genau dazwischen. An der anderen Seite. So. Jawohl. Alles gut, kein Problem. Ja. Was zur Hölle? Sag schon. Mir geht's gut. Hätte mich nur fast zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Stopp. Die Kette ist weg, aber die Portons auch. Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an. Lukas, kommst du dahin? Irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf. Ja, ja. Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Hugo, Mutter. Ich weiß, du vertraust mir nicht. Wie komm ich da ran? Aber hör ihm bitte zu. Ah, warte, kann ich jetzt... Beruhige dich. Konzentrier dich. Hier, alles klar. Zack. Den Loot, Freunde, den nehmen wir mit. Hör mal. So, zack. Zack, 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 zack. Wunderbar. Wunderbar. Hier noch was Schönes? Ja, gucke mal. Guck mal einer an. Ach so. Mache ich das?
Aber da gibt es halt auch immer Loot drin, glaube ich. Komm, wir machen das. Geht schon klar. Zack, 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 zack. So. Oh geil, wir haben zwei Rüstungsteile. Durch eine zweite Halterung an der Schleuder kann Amicia ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen muss. Amicia verbessert die alchemistische Munition und ist in der Lage, ihren Gegner mit einem Topf voll Ignifa zu töten. Ja, aber gut, das kann ich mit der Schleuder auch. Also. Amicia, na gut, aber Soldaten mit Helm. Oder? Der ist jetzt ohne Helm. Kann ich auch Soldaten mit Helm damit töten? Amicia kann dank einer neuen Innentasche zusätzliche alchemistische Zutaten tragen. Mit Hilfe von Reisewerkzeug kann Amicia ihre Ausrüstung überall ohne Werkbank aufwerten. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache das. Das ist ganz cool hier. So zwei Leute gleichzeitig. So zack und zack. Ja, das machen wir. Okay. Gut, dass ich das gesehen habe. Ich habe das Handy nämlich jetzt auf Stumm. So, okay. Wider Gates. Moment, hatte ich jetzt... Warte mal. Sorry. Ich muss nochmal schnell hochgucken. Hatte ich jetzt alles angeguckt da oben? Okay. So, schnell wieder nach unten. Wunderbar. Zack, hier durch. Wie komme ich darüber? Ganz ruhig. Du bist aufgewühlt. Und du weißt, warum. Die Insel. Denk jetzt nicht dran. Bleib konzentriert. Sind wir hier noch? Wir können hier... Halt. Ja, aber wo jetzt lang? Hier hoch? Oder da hoch? Wo komme ich da hin? Wenn ich da, komme ich dann da und kann dann hier rüber gehen. Was ist hier? Da ist eine Zugbrücke. Kann ich die irgendwie... Ist da irgendwas? Okay, so, und hier komme ich einmal hoch. Da drüben die Ratten einfach. Okay, ich würde sagen, wir schieben das Ding erstmal hier hin. Weil ich weiß nicht, hier sieht es irgendwie nicht so aus, als würde es weitergehen. Zack. 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 Und jetzt? Kriegt das Ding da runter? Blinkt das irgendwo? Verdammt, wie komme ich da ran? Da. Na, alles klar. Bam, Junge. Okay. Nice. So, was haben wir hier? Wieder eine Erinnerung oder was? Kleine Erinnerung? Hallo?
ist nichts. Was soll ich hier machen? Hier ist nichts. Ah, okay. Sorry, habe ich nicht gesehen. Ja, aber geht das jetzt hier weiter oder? Oder was? Ey, hör mal, wo. Ach so. Bist du hier gestrandet? So. Tut mir leid, ich brauch dich. Ich tue alles, um dich zu machen. Ah, für Hugo wieder ein Blümelein. Bald geschafft. Drücke I, um mehr zu erfahren. Da können wir was erfahren, auf jeden Fall. Hey, geil, bis jetzt haben wir alle. Cool. Das Windröschen. Gedeiht an den Küsten des Mittelmeers. Der griechische Name Anemone bedeutet Tochter des Windes. Diese Pflanze erblüht unter rauen Wetterbedingungen und sät ihre federleichten Samen über weite Entfernungen aus. In der griechischen Mythologie wird sie mit Hingabe in Verbindung gebracht und soll aus den Tränen der Göttin Aphrodite entstanden sein, als sie Adonis Tod betrauerte. Der Volksglaube besagt, dass Regen bevorsteht, wenn die Windröschen sich schließen. Ablegen. Ach cool, und ich kann jetzt hier immer... Ja gut, nettes Detail, aber... Nee, die lassen wir immer noch drin. Sehr schön. Haben wir das Blümelein. Toll, freue ich mich. So, und jetzt müssen wir aber... Hier lang. Nee, halt. Halt. So. Und hier gab es aber nichts mehr, ne? Was? Jetzt können wir hier auch noch lang. Was denn du? Hoch oder? Okay, warte, ich gehe erst hoch. Gut, das ist geschafft. Okay, dann komme ich da weiter. Dann gehe ich doch erstmal hier durch. Sonst komme ich ja wieder nicht zurück. Und jetzt? Muss ich vielleicht oben? Oder? Nee. Nee, hier geht's wieder. Oder warte, warum komme ich da unten durch? Verdammtes Spiel! Verarsch mich nicht! Warum komme ich hier durch? Muss ich hier dann auf das Schiff springen oder wie? Ach, egal, Mann. Ich gehe jetzt oben lang und gut ist. Lukas! Wo bist du? Mutter! Ist Lukas noch nicht bei dir? Aber was macht er denn? Jetzt müsste ich zurückkommen. So, ich drehe einfach mal hier dran. Los, du schaffst das. Ist doch nur ein weiteres Hindernis.
Warte mal, ich muss doch... Zu hoch. Ich brauche noch einen Karren. Ach so, verstehe. Okay, wir müssen den... Ah, alles klar. Okay, okay, okay. Okay, so. Dann kommt der jetzt darauf. Alles klar, alles klar. So, zack. So sollte es gehen. Lukas! Los geht's. Rüber damit. Gut, eine Insel finden. Und wie? Vielleicht könnte ich Joseph fragen. Ganz diskret. Und dann kommen wir weiter. Zack. Wunderbar. Prima. Hilfe! Was zur Hölle? Oh oh. Oh nein, Arnos Männer! Lass ihn in Ruhe! Ziel einfach und schieß! Mit dem Griff kannst du nachladen! Alles klar! Loslassen! Lass mich los! Rührt ihn nicht an, ihr dreckigen... Wie gefällt euch das? Geh weg! Hä? Lukas, alles in Ordnung? Ich habe jetzt durch Lukas durchgeschossen. Körper. Danke. Zu viele Ratten. Ich komme nicht zu euch hin. Amicia, mach ihm den Weg frei. Wie? Entschuldigung, ich bin beschäftigt. Ich Bolzen mit Ignifer. Feuer auf irgendwas aus Holz. Dann brennen die Bolzen länger. Mach ich. Lukas, die wissen alle Bescheid. Bescheid, wenn der Weg frei ist. Verstanden. Du kannst mit der Armbrust verschiedene Bolzentypen verwenden. Halte dann gedrückt und mach's aus am Ende. Okay. Wähle das Ignifer. Zack. Feuere einen Ignifer-Bolzen auf ein hölzernes Objekt, um ein dauerhaftes Feuer zu erzeugen. Bam! Bam! Danke! Das sollte reichen! Zack! Der Weg ist schon fast frei! So, oder? Was nu? So, du kannst kommen! Ach so. Und noch einen auf ihn. Wie geht es dir? Gut. Mir ist zwar das Blut gefroren, aber danke fürs Treffen. Das war die gleiche Gruppe wie in der Arena, Amicia. Was ist in der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich. Wir müssen weg. Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder. Du bist offenbar auch sehr geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht. Ruf da! Los, jetzt! Ja, netter Versuch. Wenn du nicht das zielst, bist du hinter dem Geschütz in Sicherheit. Was ist los? Schön, flutsch aufwärts! Sie! Das hast du mit denen gemacht! Hab mich nur verteidigt! Feuer! Haltet das Boot auf! Amicia! Da ist der Toni wieder. Nein! Nein! Ich muss schon sehen! Wie oft hab ich den denn schon umgebracht? Ich bin schneller, Junge, ich bin schneller. Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten, nicht nach all dem. Wer kommt jetzt? Wir müssen sie aufhalten. Oh nein, sie verstören den Weg. Festhalten. Oh. Jo, auf jeden. Zack, Junge. Da kommt mehr. Ja, ich mach schon. Brennt schon. Es dauert zu lang. Gut, dass sie nur auf mich schießen. Ja, Amicia, komm her, jetzt. Ja, Schluss jetzt, Mutter. Echt mal, Mutter, halt die Schnauze. Ah, pass mal auf, Junge.
Bam. Zack, Junge. Die Amicia, Junge. Killermaschine. Zack, Junge. Verdammt. Ja, ja, ja. Warte, 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 warte. Boom. Brenn gefälligst. Das war ziemlich beeindruckend. Naja, nicht so. Warte, die nehme ich noch. Die Strömung nimmt zu, weil wir aus der Schlucht raus sind. Bleib am Ruder und überlass sie mir. Nicht schlecht, Kleine. Die Armbrust ist wie für dich gemacht. Nein! Was ist geschehen? Joseph ist tot! Was macht denn die Mutter? Pass auf Hugo auf! Voll am Shaken. Verdammt! So, Freunde, okay, jetzt nutze ich mal die Gelegenheit. Ihr seht, ich habe auf einmal Kopfhörer auf. Es ist nämlich eine andere Aufnahmesession. Das musste ich machen, weil ich kurzerhand dann vom Let's Play weg musste. Und ja, jetzt geht's aber weiter, liebe Freunde. Okay, wir starten den Abschnitt auf jeden Fall neu. Und ich habe jetzt gerade eben Red Dead Redemption aufgenommen und hab jetzt vergessen, wie man in Deckung geht. Mit C einfach. Aber ich kann mich nicht hinter irgendwas verstecken, ne? Ich kann nur einfach in Deckung gehen. Okay. Lass meine Familie nur! Armbrust, okay. Komm, in Deckung, schnell! Alter, ich muss, um mit der Armbrust zu zielen, okay. Okay, okay. Okay, halt, nein, 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 nein! Scheiße, okay, ich muss erstmal wieder reinfinden. Das ist sowieso komisch, warum verliere ich denn Leben, obwohl er mich gar nicht trifft? Lass meine Familie in Ruhe! Sie kommen, in Deckung, schnell! So. Erst den Scharfschützen. Nein, fuck! Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Nein, 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 okay. Okay, 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 verstehe, verstehe. Ja, 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 komm, Abschnitt neu starten. Jetzt aber, komm. Zack. So. Zack, zack. 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 Pfeil nehmen. Da kommt noch einer. Zack. Fuck, ich hab keine Pfeile mehr. Scheiße, 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 scheiße. Okay. Zack. Oh Gott. Stopp dir dein Maul mit deinen Eingeweiden. Okay, pass auf, wir wechseln auf die Schleuder, das ist doch besser. Vor allem. Zack, nein, verdammt. Ich brauche einen normalen Stein. Komme ich an den Rand von hier? Komm her, Junge. Komm her. Zack. Das waren alle. So, Junge, die Steinschleuder des Todes ist das. Okay, haben wir jetzt gerade ein bisschen Ruhe. Okay.
So, zack. Warum haben wir hier das wieder? Kommen jetzt wieder Ratten? Mal gucken, okay. So, das war's hier. So, wo lang jetzt? Hier lang oder... Ach, hier komme ich noch gar nicht hoch. Okay, da brauchen wir wieder so einen Karren. Zack. Sag jetzt nicht, ich komme wieder nicht zurück. Doch. Nicht so schnell. Na, was willst du jetzt tun? Nein! Abhauen natürlich. Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung ankommen willst. Ein Scheiß mach ich, Junge. Ach, hier hoch. Okay. Das muss ich dir lassen. Aber was jetzt? Ja, Junge, Parkour, Alter. Hab ich drauf. Nicht anhalten. Wer tötet, muss bereit sein, getötet zu werden. Nur fair, oder? Alter, haben wir hier Sokrates wieder am Start, oder was? Panik. Kommt er? Kommt er jetzt? Ich weiß nicht. Oh, ich muss zurück. Ich kann es schaffen. Das Boot. Ja. Was? Wetterausblick? Nein. Nein. Okay. Ich glaube, wir dürfen gar nicht gegen ihn kämpfen. Einfach abhauen, Freunde. Straight abhauen. Hör auf zu zittern. Lass dich nicht erwischen. Oh, ich muss zurück. Ich kann es schaffen. Auf jeden. Das Boot. Ja. Na, netter Ausblick. Nein, nein. Fahr zur Hölle. Was ist los? Ich dachte, du wolltest sterben. Was? Genau. Versteck dich. Das passt zu dir. Boah, krass. Ich kriege dich sowieso. In Sicherheit. Erstmal atme. Ja, erstmal. So. Deswegen ist hier aus Boot. Seht zu, dass ihr sie findet. Wo willst du hin? Ich schnapp mir ihre Familie, damit lock ich sie raus. Nein, Dreckskerl! Fliehe vor Arno. Ich guck erstmal hier. Ja, wo jetzt wieder lang? Ich weiß es nicht, Freunde. Beim Boot sein. Schneller, verdammt! Halt ihn auf und dann nimm was jetzt! Kann ich den einfach angreifen von hinten? Oder einfach vorbeischleichen? Einfach vorbei. Nein! Da! Schnell auf! Oh! Hallo, na? Weg, 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 weg! Ich bin zurück. Alter, die ganzen Symbole! Rühr sie nicht an, sonst... Nico, Lukas, schneller! Schnapp sie! Oh, das war noch eine knappe Nummer. Oh, genug gespielt für heute? Ich zeig dir ein Spiel. Sonst seid ihr auch dran. Wir müssen ihr helfen. Letzte Lektion. Wenn du das Risiko suchst, musst du besser sein. Was? Wow. Na sieh mal an. Verstärkung. Don't fuck with the rats, boy. Thank you.
Ganz ruhig, sie sind weg. Du wirst doch nicht sterben. Nein. Komm zurück, wir haben nicht viel Zeit. Was hast du vor? Amicia! Amicia! Was tust du? Was tust du da? Wenn wir in See stechen. Nur du und ich. Finden wir deine Insel. Kapitel 6. Alles zurückgelassen. Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Hm? Mama und Lukas. Oh, sie schaffen das schon. Niemand ist klüger als die beiden. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser. Ja. Ist das deine Insel? Ja, die sehen aus wie Zähne. Eine Zweizahninsel. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde in Vaudans Labor. Sie ist also echt? Ich mach das. Sei bitte vorsichtig. Ja. Fertig. So schnell? Ha. Dankeschön. Du bist gut darin. Und ohne dir weh zu tun. Hast du gut gemacht. Also, mein Herr, wir müssen eure Insel finden. Ja. So. Und da waren es nur noch zwei. Ist gut, Freunde, ich sag nichts mehr dazu. Es ist wunderschön. Und morgen geht es weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, du hattest Spaß. Und bis morgen zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.